Hallo, hallo, liebe Leute und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir hier auf meinem Kanal. Für die von euch, die mich noch nicht kennen, ich bin Antonia, herzlich willkommen. Für die von euch, die mich bereits kennen, willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist soweit für einen zweiten Villager Hunt hier auf meinem Kanal. Lucy ist endlich ausgezogen. Für die es noch nicht wissen, für die noch nicht meinen Kanal kennen, ich bin gerade dabei, die meisten Villager von meiner Insel runterzukicken und meine persönlichen Dreamies zu finden. Meine Insel, die ich gerade gestalte, ist recht schlicht und genauso sollen auch meine Bewohner sein. Beige, braune, schwarze, vielleicht noch weiße. Ja, und dann würde ich sagen, geht's jetzt direkt los. Ich komme am Flughafen, wie kann ich behilflich sein? Na, na, na. Mein Ticket nutzen. Ab in die Luft mit dir. Und wir sind auch direkt schon auf der ersten Insel gelandet. Ich möchte ganz kurz einmal nennen, welche Bewohner für mich so richtig cool wären. Das wären zum Beispiel Erik oder Martin oder Fatima. Von den Rehen, Hirschen her. Mona wäre halt super cool. Juna, Elfi. Elfi ist auch ein Elefant, genau wie der Bastian. Aber der passt halt farblich nicht so. Wobei ich ihn eigentlich ganz cute finde. Er wäre halt perfekt für eine Kidcore-Insel. Magda wäre auch noch cool. Wen ich total liebe, ist Coco. Coco wäre sehr, sehr cool. Also Coco, Mona wären total perfekt. Im Englischen heißt der Marshall. Ich weiß gerade nicht, wie er im Deutschen heißt. Der wäre auch cool. Genau, und im letzten Villager Hunt haben wir auch schon Cornelia gefunden. Hat mich auch sehr, sehr, sehr gefreut. Mal sehen, wen wir jetzt heute so finden. Und ich habe wirklich ordentlich Tickets bei mir. Ich glaube, um die 100 Stück. Mal sehen, wie viele wir benötigen werden dieses Mal. Beim letzten Mal ging es eigentlich recht schnell. Roger, komm zu glauben. Wir sind da. Mal sehen, wer hier lebt. Leonardo. Nee, den will ich nicht auf meiner Insel haben. Kein Löwe. Gefällt mir gar nicht das Design persönlich. Nee, nee. Brauche ich auch gar nicht hochzugehen. Wir gehen direkt weiter auf die nächste Insel. Wir sind auf der nächsten Insel angekommen. Mal sehen, wir haben schon 4 Stück bislang erst verbraucht. Wir haben auf jeden Fall genug dabei. Es sollte reichen. Nee. Den will ich nicht auf meiner Insel haben. Ich möchte zurück. Ich habe nichts vergessen, nein. Und es geht los. Okay. Mal sehen, vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Oh, die kenne ich. Ah, wie heißt sie nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Ich finde das irgendwie ganz süß, dass ihr Kopf halt aussieht wie so ein Teekessel oder so. Ich finde sie echt cute und niedlich, aber nicht für meine Insel.
Also ich will auch einen weißen Charakter haben, weil ich auch Guido habe. Einen weißen weiteren Charakter will ich noch, aber ich glaube nicht, dass sie das wird. Wir gehen erstmal weiter. Ich bin mir sicher, da kommen noch bessere. Ich wechsle jetzt erstmal ganz kurz das Outfit. Irgendwie gefällt mir das doch nicht, was ich anhabe. Ich habe mir erst vor kurzem wieder recht viele runtergeladen. Ja, das behalten wir jetzt an. Und dann fliegen wir wieder zurück und dann auch direkt weiter auf die nächste Insel. Los geht's. Genau, wer jetzt gerade noch so auf meiner Insel lebt, wer runter soll, sind Benjamin und Oswald. Ich mag die Charakter an sich sehr gerne. Sie passen halt farblich einfach nicht. Liliane passt auch nicht farblich, auch wenn ich sie sehr mag. Und ich glaube, dann war es das auch. Wir sind gelandet. Nochmal für die, die meinen Kanal und mich noch gar nicht kennen. Also ich mache gerade so eine Cottagecore-Springcore-Insel. Oh Gott, den Charakter will ich nicht. Es ist alles sehr hell, mit hellen Tönen, sehr natürlich. Genau, und deswegen will ich halt auch diese natürlichen Charakter haben. Hauke passt zum Beispiel gar nicht. Wobei ich ihn eigentlich sehr cool und sehr süß finde. Ich weiß, viele mögen ihn nicht. Ich mag den Charakter. Aber leider nein. Schon wieder. Ich möchte zurück. So, wir sind auf der nächsten Insel. Ich habe mir gerade kurz was zum Snacken geholt. Ich habe eben gerade, als ich mir was zu essen geholt habe, die Clips von davor angeschaut. Leider nimmt meine Capture Card heute irgendwie keinen Ingame-Sound auf. Das finde ich sehr schade. Deswegen wird wahrscheinlich dann am Ende Musik hinterlegt sein, die nicht hierzu passt, aber so ist das. Okay. Ich weiß, ich habe gesagt, ein schwarzer Charakter geht auch. Aber nicht so. Nee. Habe ich noch nie gesehen, den Charakter. Passt nicht auf meine Insel. Wir fliegen weiter. Ich glaube, fast bei dem letzten Villager Hunt hatten wir es dann jetzt schon so langsam. Kommt mir jetzt schon ein bisschen länger vor. Aber wir haben genug Tickets, wir haben genug Zeit. Wir wollen ja unseren Dreamy finden. Also die Charakter, über die ich mich wirklich am meisten freuen würde, wären, glaube ich, Erik oder Martin oder Fatima, die drei. Coco, ich liebe Coco. Oder Mona. Ich glaube, alle lieben Mona und ich glaube, alle wollen Mona haben. Mal sehen, ob ich sie finde. So, Roger, komm's glauben. Ja. Ob Bienchen oder Blümlein, pack's ein. Achso, ich sammle keine Items ein, weil das gerade wirklich nicht mein primäres Ziel ist. Ich habe auch alles genug auf Vorrat. Ich bin jetzt wirklich nur hier, um nach den Villagern zu schauen. Und da sehe ich was Lilanes und das brauchen wir definitiv nicht. Wir gehen gar nicht erst hoch, zumal ich jetzt auch die Schaufel statt die Leiter herausgeholt habe. Los geht's, ich habe nichts vergessen. Dieser Prozess, ne, am Flughafen und so. Okay, wir sind wieder auf meiner Insel gelandet und es geht direkt wieder weiter. Meilenticket nutzen. Auf geht's.
Ab in die Luft mit dir. Wir sind angekommen. Oh, ich glaube, den hatten wir vorhin schon mal gesehen. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz. Ich spreche ihn jetzt einfach mal an. Ich kann ja nicht jedes Mal direkt wieder weglaufen, aber ihn will ich auf jeden Fall nicht auf meiner Insel haben. Wobei er farblich passen würde. Das Design von dem Charakter entspricht einfach nicht meinem persönlichen Geschmack. Ein Ticket nutzen. Und viel Glück. Oh, ist das dieser Felix oder wie heißt der? Ja, genau. Oh, der ist cute. Das ist ein süßes Design. Oh. Ich würde ihn am liebsten mitnehmen. Ich würde es wirklich am liebsten, aber es passt halt einfach nicht. Okay. Sie würde farblich passen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich glaube, nee, wir laufen jetzt weiter. Wir machen weiter. Ich zieh's durch. Wobei sie eine gute Alternative wäre. Und wir sind wieder gelandet auf der nächsten Insel. Ja, nee. Die, die meinen letzten Villager-Hunt gesehen haben, wissen schon, ich will kein Krokodil auf meiner Insel haben. Zuletzt habe ich Ali runtergekickt. Ich weiß nicht wieso. Da hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, dass sie, glaube ich, Ali super, super gern mag. Da haben wir halt alle einen verschiedenen Geschmack. Aber ich will irgendwie keine Pferde und keine Krokodile und keine Löwen auf meiner Insel haben. Das weiß ich per se einfach nicht. Keine Ahnung, ist einfach so. Ab in die Luft mit dir. Okay, mal sehen. Nee. Nee, danke. Sorry. Und Koala. Genau, beim letzten Mal haben wir Cornelia auf die Insel bekommen. Er passt farblich nicht, aber es ist prinzipiell meine Lieblingsfarbe. Ich würde gerne mal eine grüne Insel machen. Irgendwann so eine grüne Insel, wo ich dann diese Charakter drauf packe. Alle, die in diesem Grünton sind, weil das ist meine persönliche Lieblingsfarbe so. Er würde farblich passen, aber wir gehen weiter. Ich bin mir sicher, da kommt noch jemand Besseres. Und falls nicht, kommen die Charakter bestimmt noch irgendwann nochmal. Komischerweise tauchen auch die immer ein zweites Mal auf, die man nicht haben will. Mal sehen. Ich denke mal, der Bewohner befindet sich da oben.
Ich werde jetzt wahrscheinlich viele verletzen. Denn sie ist der Lieblingscharakter von irgendwie fast allen, habe ich das Gefühl. Sie ist auch wirklich sehr, sehr cute, aber sie passt halt wirklich nicht auf meine Insel. Nee, leider nicht. Sie würde halt cool auf so eine Fairycore-Insel oder sowas passen. So irgendwas Buntes, vielleicht Kidcore oder Fairycore. Zusammen mit zum Beispiel auch Liliane, die momentan noch auf meiner Insel lebt. Aber nee. Nee, schnell, schnell weg. Sonst lade ich sie noch ein. Und im Nachhinein bereue ich es dann, weil sie will ich eigentlich nicht haben. Los geht's. Fertig macht zum Abflug. Nee, weiß ich direkt. Nein, sorry. Falls ich hier von irgendwem den Lieblingsbewohner attackiere, tut mir wirklich sehr leid. Das ist nur mein persönlicher Geschmack. Oh Gott, ein Schwein. Nee, auch nicht. So, wir fliegen auf die nächste Insel. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, leider, wie viele Meilentickets ich schon genutzt habe. Ich glaube, so an die 10 Stück, ein bisschen mehr als 10 sind es bestimmt schon gewesen. Bin mir nicht sicher. Den Charakter habe ich auch noch nie gesehen. Berthold. Ja, der Name passt, denn der Name passt gut. Aber nein, danke. Tut mir leid. Sorry, Berthold. Oh, den finde ich cute. Carlos. Hätte nicht gedacht, hier einen Freund zu finden. Oh, aber leider nicht. Sorry. Weiter auf die nächste Insel. Aber den fand ich prinzipiell niedlich. So. Und derselbe Dialog zum 15. Mal direkt. Immer noch mein Meilenticket, ja. Ticket nutzen. Auf geht's. So, wir sind gelandet. Mal sehen, vielleicht haben wir dieses Mal mehr Glück. ein Hase. Oh Gott. Nee, danke. Philipp. Ja, irgendwie auch niedlich, aber... Hätte der ein anderes Outfit an, wäre der cute. Also ich würde ihn auf meine Insel einladen und ihm dann andere Outfits schenken. In der Hoffnung, dass er sich umzieht. Mache ich übrigens bei all meinen Bewohnern. Klingt ein bisschen verrückt, aber ich will, dass auch die Outfits der Bewohner zum Thema meiner Insel passen. Und dann schenke ich denen immer Klamotten, die farblich gut passen und stimmig sind. In der Hoffnung, dass wenn ich halt irgendwann fertig bin und die Dream-Adresse abspeichere, dass dann alles perfekt ist. Weil ich gehöre zu den Leuten, die eine Insel fertig machen, löschen, die nächste löschen und so weiter.
Ich habe auch schon Inseln fertig gehabt, aber ich war bis jetzt nie 100%ig zufrieden. Weil ich ab einem gewissen Punkt auch immer leider die Lust so ein bisschen verliere. Gustl. Der ist ja cute. Oh. Die Brille ist sehr niedlich, aber die Beine haben eine andere Farbe. Das war jetzt komisch. Warum war der Rest nicht auch blau? Schon wieder. Wie ich schon gesagt habe, die Charakter, die man nicht nochmal sehen will, die tauchen immer noch ein zweites, drittes, viertes Mal auf. Hey, hey, hey. Ich möchte fliegen. Und immer noch mein Meilenticket nutzen. Richtig. Auf geht's. Einfach nur nein. Direkt umdrehen, gar nicht ansprechen. Wir sind auf der nächsten Insel. Oh, wieder ein grüner Charakter. Wie schon gesagt, ist meine Lieblingsfarbe. Weil ich hatte echt die Idee, mal irgendwann eine Insel zu machen, die wirklich komplett in einer Farbe ist, in einer bunten Farbe. Beim letzten Mal habe ich gesagt, eine pinke Insel. Jetzt sage ich eine grüne. Mal sehen, was es führt. Also, schon wieder. Immer noch nein. Wir gehen wieder weiter. So, mal sehen, wer hier lebt. Okay, wo? Ah, okay, hier ist das Feuer. Oh, Mandy. Oh, ist die cute. Ganz meine Insel am Spielen. Toni von Capri. Oh, ein Bär. Die steht nicht auf meiner Liste. Aber ich bin auch langsam verzweifelt. Deswegen überlege ich, sie mitzunehmen. Aber sie steht nicht auf meiner Liste. Aber ich habe auch gesagt, also sie würde farblich passen. Und ich finde sie total, total niedlich. Okay. Überlegen. Aber ich glaube... Ich glaube, ich ziehe weiter. Ich glaube, ich... Ja, angenehmes Chillen. Ja. Ich finde sie sehr süß. Wenn sie mir nochmal begegnet, dann nehme ich sie mit. Wenn ich vorher keinen anderen Charakter finde von denen, die auf meiner Liste stehen. Also so wirklich, Martin wäre cool, Erik wäre cool, Coco wäre der Hammer. Im Englischen Marshall. Nee, im Englischen heißt er gar nicht Marshall. Auf Deutsch heißt er Marshall, oder? Bin mir gerade unsicher. Das weiße Eichhörnchen. Ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Aber die fand ich auch sehr süß. Mandy. Okay, schreibe ich mit auf meine Liste. Setze ich mit drauf. Kannte ich nicht. Yes. Auf geht's. Okay, wir sind angekommen. Genau, also Mandy habe ich jetzt hinzugefügt. Wenn Mandy nochmal kommt oder beim nächsten Villager Hunt, dann würde ich sie, glaube ich, echt mitnehmen. Okay, wen haben wir hier? Eine Katze. Oh. Auch nice. Franka. Ja, irgendwie ist sie süß. Aber irgendwie auch nicht.
Ich glaube, nein. Ich glaube, wir gehen weiter auf die nächste Insel. Wir machen weiter. Aber süß ist der Charakter. Ich setze sie aber, glaube ich, nicht mit auf meine Liste. Aber sie würde rein theoretisch gesehen farblich mit ins Schema passen. Wobei, ich habe gesagt neutral, ne? Vielleicht ist sie ein bisschen zu bunt. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viele Tickets ich schon genutzt habe. Ich ziehe mich nochmal um. Einfach so. ohne großen Grund. Oh, der Pulli ist sweet. Aber ich habe keine Hose dabei, oder? Doch. Stimmt, ich hatte ja am Anfang eine an. Ein bisschen zu boring. Nee, wir ziehen doch nochmal was anderes an. Light. Grün. Wie gesagt, meine Lieblingsfarbe lassen wir an. Damit ziehen wir weiter. Vielleicht bringt uns das Glück, wieso auch immer das tun sollte. Ein Tick nutzen. Yes, auf geht's. Okay, mal sehen. Und ein grüner Charakter. Gerade das Outfit gewechselt zu einem grünen Kleid. Aber die Brille ist ein bisschen spooky, ein bisschen creepy. Holo. Okay. Nee, danke. Aber cute. Okay, wir sind auf der nächsten Insel. Okay, let's go. Ein Vogel? Ein brauner Vogel? Ich habe ja schon Guido. Also wäre mir eigentlich egal, ob ich zwei Vögel habe. Nestor. Keine Ahnung. Irgendwie hat der was ich mag. Und irgendwie hat der was ich nicht mag. Bin mir unsicher. Er würde farblich passen, aber nee, irgendwie hat er auch was creepiges. Keine Ahnung. Sieht ein bisschen gruselig aus. Aber auch süß. Ich weiß es nicht. Nee. Wir gehen weiter auf die nächste Insel. Wir fliegen wieder weiter. Hey, willkommen am Tor zu den Lüften. Ich möchte fliegen. Also ich nehme jetzt insgesamt schon seit über einer Stunde auf. Wieder zurück. Och Mann, so langsam. Muss doch mal jemand kommen. Ich hätte, glaube ich, Mandy mitnehmen sollen. Ich hätte es machen sollen. Ich bereue es gerade ein bisschen. Weil ich fand sie wirklich, wirklich süß. Sie steht jetzt auf meiner Liste. Vielleicht habe ich Glück und sie kommt gleich nochmal. Mal sehen. Mein Ticket nutzen. Auf geht's. Dann los, ab in die Luft mit dir. Und wir sind angekommen auf der nächsten Insel. Ist das Guido? War das gerade Guido? Den habe ich ja. Nee, aber sieht sehr ähnlich aus. Sandra. Oh, ich finde sie cute. Sie würde halt cool zu Guido passen. Das wäre eine coole Ergänzung. Wenn sie nicht diesen roten Kreis auf dem Kopf hätte, glaube ich. Weil ich will halt wirklich so farblich recht neutrale haben. Und der rote Kreis auf dem Kopf macht es irgendwie ein bisschen kaputt. Nee.
Ich habe gerade noch mal kurz überlegt, aber nee. So. Peoples, weiter geht's. Nächste Insel. Mein Ticket nutzen. Vielleicht haben wir jetzt mehr Erfolg. Daumen drücken. Es ist Coco. Nein. Oh, yes. Okay. Ich weiß nicht, wie lange jetzt schon dieser Villager-Hunt geht, aber es hat sich gelohnt. Okay, jetzt bin ich froh, dass ich Mandy doch nicht mitgenommen habe. Puh. Coco, ja, sie steht definitiv auf meiner Liste. Ganz, ganz oben mit Mona sogar. Ich weiß nicht, was sie hat. Ich liebe diesen Charakter. Ich weiß nicht, warum. Gerade auch, das ist ja auch ein Charakter, der auch in den alten Spielen schon drin war, glaube ich. Ne? In New Leaf, glaube ich, war sie auch schon mit drin. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich muss sie mitnehmen. Genau, den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Meine Heimat ist ganz nett, aber irgendwie fehlt... Oh, was für ein toller Vorschlag. Mit sowas hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Es wird dir gefallen. Okay, cool. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, ich freue mich. Coco, sie steht wirklich seit Tag 1 mit oben auf meiner Liste. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass sie vielleicht kommt. Sehr, sehr cool. Ja, dann fliege ich jetzt zurück, spul vor. Und dann lebt sie mit bei uns, statt Luzi. Luzi, Lucy, wie auch immer. Yes, Leute. Ich habe gerade kurz vorgespult. Wir sind am nächsten Tag und Coco ist gerade dabei, auf meine Insel einzuziehen. Wirklich sehr, sehr cool. Das hat jetzt ziemlich, ziemlich lange gedauert. Ich habe gerade ein bisschen meine Geduld verloren, habe mich schon geärgert, weil zwischendurch haben wir coole Charakter gesehen und ich habe mich geärgert, dass ich sie nicht mitgenommen habe. Aber im Nachhinein bin ich super, super froh, dass wir Coco gefunden haben. Und damit war es das dann mit diesem Video, mit diesem Villager-Hunt. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!